Ja, servus meine Freunde im Internetland, hier bin ich, euer Hänger. Ja, immer ein bisschen crazy, ich weiß, vielleicht gefällt es nicht jedem, aber ich hoffe, ein paar von euch da draußen. Schaut euch mal, was ich euch mitgebracht habe hier. Das ist die brandneue, ja, DJI Mavic Air. Die habe ich mir original vor 3 Tagen gekauft, bin schwuppdiwupp an die Ostsee gefahren und habe erstmal 2 Tage lang wie ein Bekloppter nur gefilmt. Mein Problem war erstens, ich hatte nur eine Batterie, sprich, bei der Kälte, die wir da draußen hatten, waren es vielleicht 15 Minuten, die ich immer Zeit hatte zu filmen. Konnte mich mit dem Teil natürlich noch nicht aus. Ja, habe richtig viel natürlich falsch gemacht. Zum Teil bin ich total frustriert wieder nach Hause gekommen, weil ich nur 2 Minuten Film gemacht habe. Aber ich habe jetzt euch den ersten Film von den 2 Tagen habe ich zusammengeschnitten. Und deswegen erzähle ich euch das jetzt hier. Weil ich finde, es gibt tausend super Sachen da im Internet. Ja, ich habe mich auch informiert, tutorialmäßig, wie man halt mit so einer Drohne umgeht und welche Menüs man aufmachen kann, was man alles machen kann. Das will ich euch gar nicht erzählen. Ich will euch eigentlich nur einen Anstoß geben, ja, dass man auch wie ich mit 53 Jahren, ja, ich sag's jetzt einfach mal, wie alt ich bin, ja, völlig unerfahren, habe nie in meinem Leben irgendwie so ein Modellflugzeug geflogen oder sowas, dass man heutzutage so ein Ding kaufen kann, einfach irgendwo hinfährt, auspackt, ein paar Tutorials sich im Internet anschaut und dann legt man los, ja. Und ich muss euch sagen, also ich hoffe auch, dass ihr auch so begeistert seid wie ich von den Bildern. Ich bin total geflasht. Ich will einmal noch mal zeigen, wie klein das Ding ist, wenn man es zusammenpackt. Ja, das finde ich so abgefahren, ja, wie klein das ist. Ich glaube es einfach nicht. Schaut's, das passt in meine Hand, ja. Wenn ich so mache, ist versteckt, sieht es keiner. Wupp. Zauberei, es ist weg. Also, schaut euch die Bilder an. Und ganz wichtig, gebt mir mal Daumen hoch. Ja, ich bin ja noch ein ganzer kleiner Fisch hier im Internetland. Und ich habe ja irgendwie noch nicht so viele Klickis. Und ganz am Ende habe ich noch mal einen kleinen Link zu Cliffy und zu mir, zu Cliffy und Hänger. Ja, wenn wir im Sarek spazieren gegangen sind, also zu unserem ersten Outdoor-Film. Wir brauchen eure Unterstützung, dass wir noch mehr Filme machen könnt. Und wenn euch das Österreichisch total auf den Geist geht, dann sagt es mir einfach und dann lasse ich das sein und dann mache ich demnächst nur noch Sachen in Hochdeutsch, okay? Ja, aber ich fühle mich irgendwie wohl hier in dem Österreichischen und dann mache ich das halt gerne damit. Das ist der Schmäh, den kann man ja nicht für Geld bezahlen, den Schmäh, okay? Ich sage jetzt mal selber Daumen hoch, schaut euch die Bilder an. I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. Thank you.
geschrieben, ganz wichtig, wenn ihr ein Programm benutzt habt, dann steht da immer Quickshot, dass ich da ein Programm ausgesucht habe und dann macht es sozusagen die Drohne von ganz alleine. Und wenn ich das aus der Hand gesteuert habe, dann habe ich das auch dabei geschrieben. Auch am ersten und am zweiten Tag kann man schon Sachen aus der Hand machen, die auch funktionieren und die auch super ausschauen, finde ich auf jeden Fall. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe nichts an den Bildern nachbearbeitet von den Farben. Die sind raw sozusagen und jetzt muss ich mir nur noch ein paar mehr Batterien kaufen, dass ich nicht immer nach Hause rennen muss. Und das Ding lädt sich aber in 53 Minuten auf und das stimmt auch. Ja. Aber Flugzeug ist tatsächlich, weil man ja immer 30% abziehen muss, dann meldet sich die Fernbedienung und sagt, flieg wieder zurück. Also ich sage jetzt mal, 15 Minuten kann man mit dem Ding fliegen. Und am besten muss man dann schon wissen, was man aufnehmen will, damit die Ausbeute auch vernünftig ist. Ja, okay, das ist hier noch die Fernbedienung, da kommt das Handy rein, die Schau, die ist so groß. Also das sind die beiden Teile, die bekommt man für 849 Euro. Ja, jetzt ist es auch aus, ist es schon eine Stange Geld, aber ich muss ehrlich sagen, es lohnt sich. Viel Spaß, Burschi!